einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Seid gegrüßt. Ja, ich bin gespannt wie sonst was. Denn ja, hier wird es auf jeden Fall, glaube ich, gleich richtig laut werden, das kann ich sagen. Und ihr habt es wahrscheinlich im Streaming-Titel schon vernommen. Achtung, laut. Und ich glaube, das ist definitiv, ja, vorsichtig mal gesagt. Also guckt, dass ihr den Ton wirklich leiser macht. Denn ich kann nicht versprechen, wie laut es wird. Ich hoffe, man kann einiges oder alles gut verstehen. Von dem her bin ich mal gespannt. Ich denke mal, jeden Moment sollte es losgehen. Die Kapelle fängt jetzt gerade an zu spielen. Wie man das vernehmen kann. Genau, die Kapelle fängt an. Das sieht er leider nicht. Also ich kann es ja mal kurz umdrehen. Also so sieht es aktuell aus. Wie gesagt, ich gucke, dass ich halt das ganze Feuerwerk auf jeden Fall drauf bekomme. Also das Feuerwerk sollten wir auf jeden Fall drauf bekommen. Die Lichter, hoffe ich, dass sie die nachher noch ausmachen. Das hatten sie zum Beispiel gestern auch gehabt. Aber so könnt ihr zumindest alles vom Feuerwerk sehen. Also hier nochmal wirklich, macht die Musik echt leise. Nur den Ton, denn das könnte mehr als nur laut werden. Wer sind da? Lay Lucifer, einen wunderschönen guten Abend. Sei gegrüßt, schön, dass du da bist. Wer ist denn noch alles am Start? Leon ist auch am Start. Leon, sei gegrüßt. Ja, ich war relativ überrascht. Ich habe erst gedacht, dass es am Montag ist, am 29. das Feuerwerk. Und naja, dann wurde mir aber nochmal klar gemacht, dass es immer am letzten Samstag des Monats ist. Und wie gesagt, die letzten Jahre war es immer der 29. Jetzt ist es aber halt Samstag der 27. Also heute. Und ich weiß noch nicht, wann es anfängt. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Ich denke mal, die werden so gegen 8:30, 9 anfangen damit. Und von dem her, lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, es wird ganz cool werden, ganz lustig werden. Und hallo mein Schatz, schön, dass du da bist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, dass ich für euch da sein darf. Und ja, hab's mir gemütlich gemacht auf dem Balkon. Also beste Aussicht auf jeden Fall. Und ja, lasst mich mal überraschen. Gucken, wie das Ganze ankommt. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass es echt zu laut sein könnte. Von dem her tut mir echt selber nochmal den Gefallen. Ich wiederhole mich da trotzdem nochmal. Macht's auf jeden Fall euren Ton leise. Also relativ leise, weil ich glaube, das wird hier echt laut werden. Ja. Guck mal hier. Der hat Bock. Also hier versammeln sich echt schon viele Kirchengeläute. Also ich glaube, bald sollte es losgehen. Ich weiß noch nicht genau, wann das losgeht. Aber wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, erschreckt euch nicht, zuckt nicht zusammen, weil das wird echt laut werden. Ich habe heute schon mal ein bisschen reinhören dürfen oder mitbekommen. Und das ging echt ab. Das war echt extrem. Von dem her, tut euch selber den Gefallen. Zieht euch keine Mickey Mäuse oder Hörschutz an. Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe, das klappt alles, weil, ne, Adi, wir hatten ja nochmal geschrieben gehabt. Auch wegen, wie heißt es, auch, der wegen Mikro oder sonst irgendwas. Ich weiß, der Ton wird wahrscheinlich gerade nicht perfekt sein. Davon gehe ich leider aus. Und ja, also ich muss mir da echt nochmal was einfallen lassen, wenn ich jetzt sowas öfters mache, auch gerade zum Beispiel hier auf Malta IRL-Stream und sowas, weil eigentlich habe ich da schon Bock drauf, also das ist ganz cool eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und ja, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Ja, genau, das ist halt das Problem, halt ungefiltert, ich weiß. Das ist halt ein bisschen, das ist halt das, was mich auch ehrlich gesagt stört. Weil das ist halt immer nervig, ne? Aber ich muss sagen, es ist heute echt angenehm. Ich hab hier, weiß ich nicht, Trinken ohne Ende stehen, also. Bloß noch am mobilen Hotspot am Schauen, ein extra Vertrag wäre doof, deswegen Google. Ja gut, extra Vertrag wäre ein bisschen,
Würde zwar auch gehen, aber ich weiß, was du meinst. Sind ja nun mal auch extra Kosten, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, ne? Getränke stehen da. Ist alles parat. Kann jetzt also eigentlich losgehen. Könnte losgehen, aber. Ich werde definitiv bereit. Biene, einen wunderschönen. Ich hoffe, dir geht soweit gut. Ja, Max, einen wunderschönen. Sei grüßt. Ja, das ist heute schon, Biene. Ich habe ja eigentlich auch gedacht, es wäre am 29. Was ich aber jetzt mir heute dann sagen lassen habe, ist, dass die das immer wohl dann am letzten Samstag machen, im Monat, im Juli. So, und dadurch, dass der 29. ja Montag war, oder ist, ja, ist ja natürlich heute das Feuerwerk. Ich wusste es aber eigentlich auch nicht. Ich habe es nur irgendwie mal heute spontan damit bekommen. Was hast du da für eine Narbe? Die habe ich schon länger. Die habe ich schon ungefähr seit 2016, 2017? Ne, 2016. 2016. Habe ich einen Sportunfall gehabt. Ich habe eine Sprossenwand geküsst, sagen wir es mal so. Ich wollte unbedingt eine Sprossenwand küssen. Weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ja du, Biene, das habe ich auch gedacht. Weil es ist ja eigentlich immer am 29. Und das wäre halt, wie gesagt, jetzt der Montag. Und dann kam aber welche auf die Idee und sagten, nee. Ist ja schon am Samstag. Dann war es die Sprossenwand, genau. So sieht's aus. Jetzt sind sie am Arbeiten hier. Die Polizei frisch am Arbeiten hier. Ja, ich finde, dass es auch noch viel zu hell ist. Ich hoffe, die warten auch noch ein bisschen. Das mache ich, mein Schatz, keine Angst. Jetzt muss ich natürlich die ganze Zeit das Handy festhalten, weil wisst ihr, was ich halt auch nicht geholt habe? Ich habe auch irgendwie keinen, wie nennt man das immer so schön, Deppenzepter. Habe ich halt noch nicht, weil ich ihn halt bis jetzt noch nie gebraucht habe. Und von dem her, ja. Oder Selfie-Stick, ja genau. Habe ich halt bis jetzt nie gebraucht. Ja, meine ich ja. Also ich hoffe, ihr versteht die Musik ganz gut. Laufen die jetzt hier als Parade durch, oder? Hier ist voll die Party. Ich kann mir vorstellen, dass die sogar hier durchlaufen. Deppenzepter ist lustiger, ne? Ja, ist ja so. Ist ja so. Ja doch, ich weiß nicht, wo seid ihr denn? Ich bin ja auch alleine hier. Ich sitze ja alleine hier immer. Warte mal, laufen die jetzt hier durch? Hey, lauf mir durch, Mann. Hier, da gibt's mal los hier. Da, ba, da, da. Was ist jetzt Babysitterdienst, oder? Schatz, ich hätte dich auch gerne hier. Lieben gerne als das. Ich hätte dich auch viel, viel lieber hier. Das sag mal.
Das, genau, das da, die Plattform da hinten, die explodiert gleich. Und dann sind da noch 7 kleine Plattformen vor und da, die machen richtig Ramazamba. Glaub mal, das wird richtig laut. Deshalb echt, kann ich euch nur darauf hinwarnen, macht den Ton wirklich leiser, weil das wird echt verdammt laut werden. Ja, also so was die da, glaube ich, gleich raushauen, das wird echt extrem werden. Sie laufen durch hier. 10.000 Jahre später. Ja, die stehen da. Die stehen da unten und sieht's. Warte, wo sieht man's da noch? Da, da unten, da. Stehen da noch, aber bewegen sich nicht. Die bewegen sich noch irgendwie nicht. Die haben keinen Bock mehr. Genau, ne, schaut gerne bei Nessie Woods vorbei. Ihr kriegt auch die Meldung trotzdem. Der Bot arbeitet gut immer. Der Bot ist am Arbeiten. Ja, mi, das sag ich auch immer. Ich feier. Soll ich euch erstmal was sagen? Ich feiere das immer, die so mi. Hier durchlaufen. Junge. Das ist einfach der Hammer. Was für Schnecken? Oder schmecken? Schmecken? Ich weiß nicht, ob die da unten geschmeckt haben, was? Mella. So, wann geht's jetzt mal los hier? Wir könnten eigentlich schon mal anfangen, ne? Sei so, wie es ist. Erstmal läuft hier wahrscheinlich die geile Parade hier von Malta, ey. Die läuft hier erstmal wahrscheinlich durch. Da fährt das Boot. Da fährt ein Boot schon am Feuerwerk entlang. Ey, wenn die jetzt gleich anfangen zu knallen, Junge, dann zucke ich wahrscheinlich selber zusammen. Solange ich das Handy nicht runterschmeiße, ist, glaube ich, alles egal. Ich glaube, da muss ich echt aufpassen, dass ich das Handy nicht selber runterschmeiße. Ich glaube das tatsächlich auch, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vorher anfangen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es kann auch ein bisschen was dauern. Ja, sagen wir es mal so. Der hat auch richtig Bock hier. Warte, der macht Seifenblasen. Der macht Seifenblasen. Geil. Was? Am Strommast? Warte, wo siehst du denn? Welche meinst du? Die gute Wein ist auch da. Mensch, hallo Wein. Auch am Start. Seifenblasen sind schön leise, kann man nicht erschrecken. Ja, stimmt. So, wann zieht die Band hier, die Coverband hier durch die Straßen? Oh, jetzt. Warte. Ah, nee, noch nicht ganz. Ich glaube, die ziehen jetzt hier gleich richtig durch die Straßen. Die Coverband malt das im Moment. Da geht's ab, ey. Wie viele Leute hier kommen, ne? Oh, jetzt die Coverband. Rot oder Grün, Mann. Das Rot oder Grün, ich sag das euch. Cordula Grün. Da ist die Coverband, oder? Thank you.
Malta Beast lacht und lebt und ich sage euch. Und die sehen auch richtig begeistert aus. Habt ihr die gerade mal ins Gesicht geguckt? Die haben richtig Bock gemacht. Die haben Bock. Die haben Bock. Definitiv haben die Bock gemacht. Ich will niemals Leute ärgern oder sowas. Nee, nee. Ah, geil. Jetzt machen sie wieder die Abführung wieder dahin. Ja, Max, ist noch nicht so weit, ne? Noch nicht. Noch nicht. Aber das wird. Ich sage dir, das wird kommen, mein Lieber. Das wird kommen. Und wenn das knallt, dann knallt das. Jetzt locken hier erstmal wieder die Kirchenglocken. Oder läuten die Kirchenglocken. So. Was passiert jetzt hier noch? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Hier. Guck mal hier. Meine Katakomben. Wow! Ah, nee. Geil. So, jetzt können sie eigentlich mal loslegen, ne? Jetzt könnt ihr mal hier richtig knallen. Ah, nee. Wie war denn euer Tag heute, ihr Lieben? Erzählt mal, wie war es denn bei euch so? Was habt ihr heute erlebt hier am Samstag, hör mal? War der Samstag bei euch hoffentlich stressfrei? Da war ein Schuss, ich hab's genau gesehen. Und ihr habt's verpasst. Scheiße, ey. Ich war wieder zu langsam. Vielleicht solltet ihr am besten nur noch draufhalten jetzt so. Okay, das war also der Schuss von Eise jetzt. Das war echt mal gar nichts. Also das können die besser. Meine. Also das Party vorbei, ja, das war's, aber Party vorbei. Das Geile ist ja, was sie hier immer bei dem Feuerwerk machen. So haben sie es zum Beispiel immer die letzten Jahre gemacht. Die haben immer Musik gespielt und dann zu der Musik das Feuerwerk. Das war richtig, richtig geil. Also das muss ich sagen, das können sie ja, ne? Das ist ja schon wieder Randale, die ich mache. Von dem her hoffe ich mal, dass es dieses Jahr genauso wird. Würde ich mich freuen. Aber egal. Wir lassen uns mal überraschen, was da überhaupt passiert. Hallo. Die gucken alle so komisch. Ich verstehe das gar nicht. So, wann geht das jetzt hier los? Leute, wir sind schon hier 18 Minuten. Ich gucke gar keinen Frauen hinterher. Das sind Männer hier, die langlaufen, ja? Mensch, Biene, was ist denn schon wieder los bei dir? Ich gucke nur einer Frau hinterher und die sitzt auch hier im Stream. So, jetzt ist es raus. Und nicht anders immer. Jetzt machen sie wieder Mucke an. No more. Weil jetzt machen sie noch richtig Party. Also ich glaube, es geht echt erst um 9 Uhr los, ihr Lieben. Ich bin kein Schleimer, das stimmt gar nicht. Ich muss gar... Nein. Das ist nur die Wahrheit. Hört ihr die Musik eigentlich? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ich will das eigentlich mal da runter machen. So, wann geht's hier los? Sag mal. Erzähl mal, wann geht's los hier? Oh, schreibt einfach mal in den Chat, was denkt ihr? Also normalerweise, wir haben vorhin schon mal gehört, 9 Uhr. Nein, das willst du nicht. Das will, glaube ich, keiner hier. Nein, das will keiner. Wonderful. Das Gute ist, dass die Musik nur leise im Moment haben. Ich hoffe, die bleibt auch so. Dass wir da keine Probleme hier im Stream bekommen. Ja, wenn ich hier anfange zu singen, meinst du? Das könnte gut möglich sein, ja. Was
Das ist echt nervig, wenn man keinen Stabilisator hat, ne? Ist echt so. Ich hätte vorher mal irgendwie was besorgen sollen. Wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Wir warten alle gespannt. Ihr Lieben, wisst ihr, warte, das ist wieder ins neue Jahr kommen. Sag ich euch, so wie das. Wie ins neue Jahr. Selbst für Silvester machen die nicht so ein Feuerwerk. Ja, aber warum nicht? Warum machen die denn Silvester nicht? Das verstehe ich nicht. Die machen sonst so große Feuerwerks. Oder Feuerwerke. Ja, doch, Feuerwerke. Feuerwerks, mhm. Feuerwerke. Ja, und da verstehe ich halt nicht, warum die für Silvester halt nicht sowas machen. Das verstehe ich nicht. Frohes neues Jahr 2025. Ja, Leon haut schon wieder raus hier. Bald. Ja, was heißt denn bald? Adi, muss erstmal hierher kommen. So, jetzt ist es nämlich raus. Dann gehen wir erstmal ins Neko-Kaffee, ne? Wie die Kinder geguckt haben, ey. Neko-Kaffee? Neko-Kaffee? Was ist das? Ich weiß, ich weiß. Wenn es an euch gehen würde, oder auch nach dir gehen würde, dann wärst ihr schon da. Bam! So Leute, wann geht's jetzt hier los? So, die können jetzt ruhig mal anfangen hier. Ich will jetzt was sehen hier. Ist Tronxy eigentlich auch hier? Bestimmt, oder? Ist der Tronxy hier? Er wollte ja eigentlich mal was von Malta sehen, weißt du? Mensch. Zeigst du schon was? Wie der schläft. Ich dachte, er wollte was von Malta sehen, der Sack. Das ist wieder eine Moral und eine Einstellung hier, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ehrlich? Mir Wumpe? Ja, wenn das... Ich hoffe echt, dass es vom Sound... Das ist... Ich weiß nicht. Mir geht das halt jetzt schon auf den Sack, dass es wahrscheinlich so krass... weiß nicht, mit Rauschen sein wird und sowas und... Ach, keine Ahnung. Da habe ich halt einfach keinen Bock eigentlich drauf, ne? Ja, die Warnung, ja, aber alleine auch mit dem Rauschen, ich hab da einfach... Oh Mann, ey. Ich will's ja wenn vernünftig auch haben, wenn ich sowas mache, weißt du. Und nicht, dass die Leute reinkommen und freiwillig wieder gehen, weil sie sich das so scheiße anhören. Die zünden Knallerbsen, die werfen Knallerbsen. Junge, Junge, Junge. Knallerbsen. Ja, was heißt, seid nur ihr? Das ist auch wichtig, hallo? So, es trudeln hier immer mehr und mehr Leute ein. Zu meiner Party immer. Das ist super, ihr seid die Besten. Leute, ihr seid einfach die Besten. Ihr kommt zu meiner Party immer. Das ist meine Straßenparty hier und die kommen hier alle. Das ist super. Mega. Leute, lass mal alle ein Follow da, ja? Alle hier, jeder ein Follow da lassen. Gar kein Problem, ne? So. Welche Haare? Meinst du die von der Dame da gerade oder was? Von der da? Und meinst du die Haare von dem Rollerfahrer hier?
Ja, die sind relativ lang, die von der Dame da. Ja, habe ich mir. Ja, genau. Du, hier laufen echt viele eigentlich rum mit langen Haaren. Also, bin ich ehrlich. Also, hier gibt es sehr, sehr viele sogar, die lange Haare haben. Hast du das nie geschafft mit den langen Haaren? Ja, da kann ich mich wirklich geehrt fühlen. Ja, ich bin mal gespannt, weil mein Schatz ist auch gerade dabei, sich so, also lange, also die hat ungefähr, weiß ich, will das bis zum Rücken schon? Oder irgendwie hat sie, genau, bis zum Rücken meine ich, sind sie jetzt schon. Sie versucht die halt noch ein bisschen länger zu kriegen. Und ich muss ja sagen, alleine bin ich offen, lange Haare bei Frauen hat einfach was. Und alleine wenn die dann auch noch perfekt, ne? Ja genau, aber es ist halt... Ja. Schatz, du weißt, wie ich das meine. Aber wie gesagt, also, ne, Bibine. Meiner mag auch mehr lange Haare, deswegen war es so, als ich sie abgeschneiden lassen. Ja, du, also ich bin auch ehrlich, wenn eine Frau, weiß nicht, schöne lange Haare hat und die auch wirklich gepflegt sind, natürlich ist es halt schwieriger. Also ich kann mir das, weiß nicht, ich selber kann mir das ja nicht vorstellen, weil ich trage meine Haare immer kurz. Ich trage die auch nie offen. nein, weiß ich nicht, aber ich kann mir das halt als Frau halt nochmal schwer vorstellen. Ich glaube, wenn man wirklich so lange Haare hat, dann muss man die halt wirklich pflegen, machen und tun. Oh. Jetzt fangen sie an. Das ist jetzt mein Thesisch, ne? Also. Nee, Glatze werde ich ganz sicherlich nicht haben. Wollen die jetzt auch noch mit dir? Warte mal, ich soll mir Zöpfchen machen oder ihr wollt euch Zöpfchen machen? Ich soll mir ein Zöpfchen... Ich! Also Schatz, du kannst dich ja gerne mal versuchen, da irgendwie ein Zöpfchen hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas hinkriegen wirst. Also es würde mich wundern, wenn du das schaffst. Eieiei. Ich und ein Zopf. Ich habe noch nie einen Zopf gehabt. Davon mal abgesehen. Hallo Brudi! Ich glaube, die Sounds gehört dir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe da mich noch nicht mit befasst, wie das geht im IRL-Stream. Keine Ahnung. Also bitte versucht keine Sounds oder sowas abzuspielen, ich glaube es funktioniert eh nicht. Hast du die Herausforderung angenommen? Wir wollen uns doch mal treffen und gegenseitig die Haare flechten. Ja, auch das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Herausforderung angenommen? Schade. Du kannst dich gerne probieren, meine Haare stehen dir frei zur Verfügung. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Nein, also wie gesagt, Sounds bitte nicht abspielen, da verliert ihr nur Punkte, sammelt euch lieber die Punkte und spart sie dann halt für, wenn ich wieder am PC sitze, ne? Das macht's einfacher. Ja, meine Haare! Oder was meinst du? Wir machen die Extension rein. Ich habe ganz sicherlich keine pinke Haare. Leon, schön, dass du da bist, ne? Aber ich habe definitiv keine pinken Haare. Das ist immer lustig, die Leute gucken alle hier. Ne? Aber es wird langsam dunkel, Leute.
Hey, hier, da, guck mal, hier, guck mal, warte. Da, guck mal, da. Wie geil ist das denn? Guck mal hier, guck mal hier. Was der Kahn bekommt, Extension oder die Arme? Nee, danke. Ich will nicht unter den Armen flechten, das mag ich nicht so. Wie dein Auto dahin kommt, das weiß ich nicht. Also du hast gesehen, ich bin es nicht gefahren, ich war es nicht schuld. Vom Personal auch noch, ja. Der wohnt in der Ecke. Boah, es ist richtig gemütlich hier, ne? Richtig angenehm hier. Wenn du auf dem Balkon sitzt und Wind kommt noch zu Windzug. Richtig angenehm. Ich bin mal nicht am Schwitzen, ne? Das ist geil. Ah, und ich sitze hier richtig bequem, ne? Das hätte ich nicht erwartet. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen am Schaukeln, richtig viel am Schaukeln. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jetzt zieht erstmal die Schuhe aus. Rudi, vielen Dank für deine Streamserie, deine Dreier-Streamserie. Kuss geht raus, mein Lieber. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr jetzt alleine schon wieder hier lasst. Ne, mit Biene kann, glaube ich, im Moment keiner mithalten. Oder mit dir kann im Moment keiner. Boah, jetzt geht die richtige Party ab, ey. Ich hoffe, ihr hört so ein bisschen zumindest die Musik. Ich weiß nicht, wie gut man das hört. Ich glaube, das ist irgendwie direkt hier um die Ecke. Ich weiß nicht, wo das genau ist. Also es müsste eigentlich irgendwo da um die Ecke sein. Irgendwo da. Kamera, fokussier bitte. Irgendwo da so um die Ecke muss es sein. Was? Dein Mann hat Hinsen digital? Was heißt denn Hinsen digital? Du guckst 911. Hinsen Lautstärke 1000. Stimmt, die Hinsen Lautstärke. Ja, stimmt, da war ja was. Rudi, du musst hier gleich das Feuerwerk hören. Da kannst du nicht 911 gucken. Also kannst schon gucken, da macht 911 halt einfach leiser. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Nee, du wirst auch nicht zocken, mein Freund. Du machst Lucky Lucky Feuerwerk. Illa Lu, ne? Mela. Also, ich glaube, es hackt, ey. Der will ja gleich zocken. Weißt du, wenn ich extra heute nicht am Zocken, ich wollte ja eigentlich erst gezockt haben. Weil Leon will ja unbedingt den Hype Train Level 6 knacken. Das hat er ja angesprochen, ne? Am Samstag. Also er hat es ja am Donnerstag angesprochen, dass er das halt am Samstag knacken will. So, und von dem her, ne, ich zocke ja heute nicht. Ich habe nur den IRL-Stream. Von dem her, Leon, halt dich zurück. Nee, nein, da bist du wahnsinnig. Hör auf, das auch noch zu sagen immer. Denk daran, du hast ja hier keine Sounds, ne? Das ist ja Schwachsinn. Nee, du hörst hier gar nichts. Dann soll er etwas anderes knacken. Ich weiß ja nicht, was der vorhat. Das ist ja gerade dort. So, das müsste jeden Moment losgehen. Es wird ja jetzt immer dunkler hier. Deswegen warte ich ja. Worauf wartest du? Dass ich morgen wieder. Morgen wahrscheinlich? Ja, morgen wahrscheinlich. Wieder am Rechner sitze, ja. Morgen werde ich wahrscheinlich. Ja, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Mit IRL-Stream habe ich mich halt noch nie befasst. Ich habe das jetzt einmal ja gemacht, wo wir unterwegs waren. Und jetzt heute, ne?
Leitung. Boah, Leute, hier ist richtig Party, Alter. Turn the lights on. Turn the light on. Turn the lights on. Ich bin mal gespannt, wie dieses Jahr das Feuerwerk wird. Ehrlich, ich habe echt keine Erwartung daran. Boah, geil. Ja, ich denke mal, ich werde morgen wieder am Rechner sein. Morgen wieder Stream am Rechner. Genau, machen Sie mal das Fenster zu. Das stört nämlich. Aber wie gesagt, wir machen ja heute alles. Also wir machen Deutsch, Englisch gemischt. Also auch für die englischen Seiten sind die natürlich auch herzlich willkommen hier. Also for the English people, you are welcome to. You are welcome. Nächstes Mal baut er diesen PC draußen auf. Ja, ich habe erst überlegt gehabt, ob ich das mache. Aber das wäre zu viel Aufwand gewesen, sag mal. Wäre zu viel Aufwand. Ne, Mücken sollte ich eigentlich kein Problem mit haben. Also hatte ich bis jetzt auf die Tage nicht gehabt. Also gucken wir mal. Aber ich hoffe jetzt gleich. Bin ja ehrlich. Leon! Da haut er einfach 510 Bits raus. Leon! Was ist denn mit dir immer? Dankeschön für den Support immer. Wirklich vielen, vielen Dank. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Leon, du bist einfach ein Ehrenmann, ne? Auch wenn man keine Sounds hört, er haut einfach 510 Bits raus. Leon, nee, ich verstehe das nicht. Leon, ich verstehe es nicht. Aber danke, wirklich. Dankeschön. Ja, der Rest kommt morgen. Alter. Das ist doch nicht normal. So, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken. Oh, Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ach ne, das ist nicht mehr. Dankeschön, Slay. Einen wunderschönen guten Abend. Und Dankeschön für die Uhrzeit. Dankeschön. 20:36, ja. Also, wie gesagt, ich glaube auch, so wie Biene schon sagt, ich denke mal, wenn wir so um 9 Uhr anfangen. Oder um 9:30. Wobei ich kann mir vorstellen, dass sie um 9 Uhr anfangen, weil dann haben sie 3 Stunden. Ja. Also Feuerwehr geht ja meistens so wirklich 2-3 Stunden lang. Eigentlich in der Regel. Hier. Und ja, von dem her mal gucken. Slay, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast bis jetzt ein entspanntes Wochenende gehabt und einen spannenden Samstag. Und ich hoffe, ich kann euch den Samstagabend, wie gesagt, verfeinern. So ein Stück weit. Mal gucken, man sieht man alles eigentlich noch? Leon, nochmal Dankeschön für die 95. Vielen Dank. Ja, man sieht noch alles. So, was ich jetzt hoffe, ist, dass sie hier vorne, ne, die ganze Galande, das Licht, dass sie das ausmachen. Guck mal, da kommt mein Wasserkanister. Da kommt mein Wasserkanister. Ja. Was? Warum warst du heute im Krankenhaus, Leon? Was ist denn da los? Warum machst du denn schon wieder, dass du im Krankenhaus warst? Naja, also ich hoffe echt mal, dass sie das Licht da ausmachen, weil das Licht stört so ein bisschen. Weil gestern, wo sie das Feuerwerk hatten, ich habe euch ja den einzelnen, ein paar Leuten habe ich das ja geschickt, der hier Adi und sowas, habe ich das Feuerwerk gestern noch von gestern Abend auf der Straße geschickt und da haben sie komplett die Lichter zum Beispiel in der Straße ausgemacht. Ich hoffe, dass sie das gleich zum Feuerwerk auch ausmachen. Weil das stört ziemlich. Wann geht's hier los, Alter?
lustig ist, aber auch, dass es die See sich beruhigt hat, ne? Ich habe mir meinen linken Oberschenkel verstaut. Verstaut. Und meine linke Wade besteht aus Bluterguss. Was? Wade hat besteht aus einem Bluterguss. Hat einen Bluterguss. So, ja, okay. Was? Wann kommt ESG? Litano. Was? Wann? Wie? Was? ESG? Das ist krass, oder? Wie schnell es dunkel wird. Guckt euch das mal an. Guck mal, wie schnell das dunkel geworden ist. Und das Meer draußen, es ist so klar, das ist geil. Wann kommt ESG? Ist das Eurovision Song Contest? Also ich bin gespannt, das Feuerwerk sollte eigentlich perfekt zu sehen sein. Arma 3? Was ist denn mit Arma 3 immer? Arma 3 wird hier auf diesem Kanal leider nicht mehr kommen. Das Einzige, was vielleicht mal irgendwann wieder kommen wird, je nachdem, was sie daran machen und was sie entwickeln, Arma 4. Aber ansonsten, Arma 3 wird hier nicht mehr kommen. Wo ich bin? Ich bin auf Malta. Auf Malta. Auf meinem Balkon zu Hause. Und warte eigentlich darauf, dass das da draußen, was du siehst, diese Plattform da draußen, dass die eigentlich anfangen, das Feuerwerk hier zu starten. Dafür haben wir eigentlich ja den IRL-Stream heute veranstaltet, für das Feuerwerk. Also auch hier kann ich echt nochmal vorwarnen, ne? Macht wirklich lieber ein bisschen den Ton leiser, denn es wird echt verdammt laut werden. Guck mal da, da fahren sie mit dem Boden jetzt rum, draußen da, sieht man das Licht? Seht ihr das? Also ich denke mal, dass sie jetzt langsam alles vorbereiten werden. Und ich denke mal, das Feuerwerk sollte die aber echt perfekt, sollten wir perfekt drauf bekommen. Warte, unter dir ist ein Stuhl zusammengebrochen. Ja, geil. Nee, nicht so geil. Also ich sitze auch gerade auf einem sehr unbequemen Bürostuhl, der hier vorher schon in der Bude drin stand. Also, weiß ich nicht, ihr habt auch so ein bisschen, weiß nicht, Bedenken vor. Mal schauen. Also ich habe irgendwie Angst, dass es so dunkel gleich wird, dass ihr mich gar nicht mehr seht. Weil ich habe halt nicht wirklich, ich habe noch nicht mal ein Licht hier draußen. Seht ihr, ich habe noch nicht mal ein Licht hier draußen. Also, wenn ihr also nachher nicht mehr zu sehen sein solltet, dann lassen wir es einfach nur noch auf dem Feuerwerk. Das ist ja auch eigentlich der Plan, ne? Was, dass ihr mich nicht seht? Na, die Tür habe ich ja gerade so ein bisschen auf, dass ich einfach ein bisschen frische Luft reinkommen kann. Das ist relativ angenehm hier. Hier. Das ist relativ angenehm. Der PC ist sogar mal aus. Der PC ist heute mal aus. Mein Tag, wo der PC mal aus ist. Wir sehen dich eh schon jeden Tag. Ja, das ist richtig. Ob ihr, ne, ob du das bist, Biene, die mich entweder auch mal sieht, ne, wenn du an der Tauchbasis bist, oder im Stream. Ansonsten, im Stream seht ihr mich ja eigentlich so gut wie jeden Tag. Das ist richtig. Hier fahren immer noch Autos lang. Hier fahren immer noch Autos lang. Wundert mich eigentlich, dass wir immer noch Autos lang fahren dürfen. Boah, ich glaube, ich werde gleich richtig zusammen zum Fußkunde, ich mein Handy echt so gut wie möglich festhalte. Weil ich glaube, ich werde echt zusammenkommen. Das Geile ist aber, dass das Handy heller ist. Weil ich sehe jetzt schon die Plattform sehr schwer draußen. Und das Handy macht das alles ein bisschen heller. Das ist geil. Also eigentlich ist es viel dunkler schon draußen. Aber das Handy macht alles so ein bisschen heller. Das ist geil. Und wie spät haben wir es jetzt? 2044? Ja, 2044. Also es dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Ich
ich sag euch jetzt schon, ich werde sowas von zusammenzucken. Ich bin ja eigentlich, ja doch, eigentlich schreckhaft, ihr wisst das, vom Stream her schon, also gerade Horrorspiele oder auch, wenn der gute Herr Logan, Steffen Logan kommt, dann bin ich ja eh schon so schreckhaft. Und von dem her mal abwarten, was da noch zu kommen. Bin gespannt. Man munkelt, dass ich schreckhaft bin, ja. Kommt ein Lied nach dem anderen. Aber sie können jetzt langsam echt mal anfangen. Ich hab Bock, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab Bock. Und ich bin echt mal gespannt, ob sie das Feuerwerk machen werden und dazu gleich dann auch Musik abspielen werden. Wie man das ja eigentlich so auch in hier in Düsseldorf oder sowas kennt. Wenn man dann zum Beispiel, ne, da wird ja auch gerne mal Musik abgespielt und dann Feuerwerk gemacht. Von dem her bin ich da echt mal gespannt. Weil das letzte Jahr, das Feuerwerk war jetzt nicht so prickelnd, weil da war das Problem tatsächlich, was sie hatten, dass sie immer wieder Unterbrechungen dazwischen hatten. Das heißt, sie sind dann mal hingegangen, haben dann irgendwie 10 Minuten Pause gemacht, dann wieder 20 Minuten Pause gemacht, dann mal wieder nur kurz ein Eck gemacht, irgendwie mit Feuerwerk. Toretto, ich grüße dich ebenfalls, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Lieber? Dankeschön, das freut mich zu hören, dass es dir gut geht, mein Lieber. Mir geht's auch bestens. Wollt ihr auf dem Server? Ja, auf, hör mal. Tu dir keinen Zwang an. Der Server ist ja da, du weißt, wo du ihn findest, hör mal. Ne, sehr gerne. Wie gesagt, ich wollte ja heute eigentlich auch schon am PC gestreamt haben. Aber ich bin ehrlich, nachdem ich dann gemerkt habe, dass das Feuerwerk heute doch schon ist, habe ich gesagt, nee, komm, dann machen wir den versprochenen IRL-Stream hier vom Feuerwerk. Und deshalb, es wird auf jeden Fall laut werden. Bin am Überlegen, zu den Medics zu gehen. Toretto wäre geil. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt ja bei dir. Weil du bist ja eigentlich so auch der... Ja, weiß nicht, du bist ja eigentlich so der Mechaniker. Du bist eigentlich so der, der dafür abschleppt. Das ist ja eigentlich genau deins. Aber Medics werden natürlich auch gebraucht oder gesucht, ne? Das ist so. Ja genau, AJAC, ja, ist richtig. Aber Medics werden halt auch gesucht, ne? Ja. Das ist ja genau das, was Adi auch gerade sagt. Noch im Moment gibt es ja keine. Und ich bin auch ehrlich, genauso wie wir das PD brauchen, ne? Genauso wie wir das PD brauchen, brauchen wir auch einfach Medics, das ist so. Mechaniker sind da, ja, das ist richtig. Wie die hier alle parken, ne? Das ist der Hammer. Geil. Guckt euch das mal an. Hier, wo man eigentlich nicht parken darf, ne? Da parken die einfach mit ihren Autos. Wird irgendwie ein Zettel reingelegt, das ist so geil hier. Da legen sie einfach ein Zettel rein. Und dann parken wir. Das ist echt lustig. So, sehe ich alle Plattformen? Ich glaube ja. So, ich glaube, ich habe alle Plattformen drauf, ihr Lieben. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt echt jeden Moment starten werden. Und dann wird es hier echt laut. Das kann ich euch versprechen, dann wird es laut hier. Ich denke mal, es sollte jetzt nicht mehr so lange dauern, dass sie loslegen.
bin auf jeden Fall gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr wisst ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, mal abgesehen vom IRL-Stream oder auch so von den Streams von mir, lasst gerne ein Follow da, aktiviert die Glocke. Wenn nicht, dann halt eben nicht, das ist bei euch überlassen. Aber ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön für euren Support. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, mit Quietschen und Reifen. Ich glaube, das war ich gerade gewesen. Ich muss mal kurz die Uhr ausziehen, die stört mich. So. Ist das aus deinem Fenster raus? Nee, ich habe hier, es ist wie gesagt, hier ist der Balkon, ne, also Balkonien. Hier hinten ist mein Balkon, ne? Und da, warte, wenn man die Kamera da drüben, wo es blau leuchtet, da ist auch schon mein PC. Das heißt, wir sind jetzt immer da, wo der Vorhang vor ist. Genau, und das ist halt der Balkon aus. Und zwar, wenn man das hier sieht, ne? Hier unten sind sie, wie gesagt, Getränke bereitstehend. Hier ist dann so der kleine, aber feine Balkon. Es ist nicht wirklich groß, aber reicht wirklich für ein oder, also eine Person oder zwei Personen, reicht das vollkommen aus. Der ist echt super und du bist halt hier direkt an der Straße. Und zu der Straße selber ist halt das Schöne, dass wirklich, die geht hier dann noch weiter. Ne? Also es ist schon ganz cool. Genau, reicht vollkommen. Genau. Und der Balkon ist halt für mich, also von meinem Zimmer aus der Balkon, ne? Und das reicht wirklich mehr als aus. Ich hoffe, ihr könnt das Feuerwerk echt perfekt sehen. Ne? Ich hoffe, dass. Ja. Also jetzt im Moment das Wochenende oder auch jetzt die letzten Tage waren halt wirklich schon relativ laut. Wegen Festa. Und wenn Malta Festa hat, ist einfach so, dann ist es halt auch einfach extrem laut. Das ist so. Also wenn hier einmal richtig Festa ist und Party ist, dann hauen die alles raus hier, ne? Dann hauen. Ist überall so, ja. Ne? Also hier auf Malta ist es komplett so, wenn die Festa haben oder sowas, dann hauen sie wirklich alles raus, was sie haben. Und das, ja, lassen sie sich auch zeigen, ne? Dann gibt es gerade Ringepicks mit anpacken. Weiß hier dann jemand nicht, wie er fahren soll. Das ist einfach der Hammer. Das Geile ist wirklich, ich sehe die Plattform schon gar nicht mehr. Die ist so dunkel. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso erkennen könnt. Aber da hinten die Plattform, die ist bei mir so hell, hier durch das Handy. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Keine Ahnung. Aber es ist so geil. Das ist, man sieht alles perfekt. Ne? Auch die Insel da hinten. Da. Da hinten die Insel. Komplett. Das ist bei mir, wenn ich so reingucke, total dunkel. Und hier seht ihr, es ist echt noch wirklich super hell. Ne? Könnt ihr mal nicht so einen Lärm machen hier? Meine Fresse, ey. Ja, die ganzen Autos, die gehen mir echt auf den Sack. Ne? Ich darf halt nicht das Handy fallen lassen, ey. Da habe ich eigentlich gerade so ein bisschen mehr die Angst vor, dass ich das Handy irgendwann fallen lasse. So, also wie gesagt, ihr Lieben, ich denke mal, so lange sollte es jetzt echt nicht mehr dauern. Weil wir haben jetzt auch gleich schon 9 Uhr. Mal schauen, ob sie wirklich Punkt 9 Uhr anfangen oder ob sie sich noch ein bisschen Zeit lassen, wer weiß das schon. Das steht ja mal wieder so in den Sternen, sag mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Mal gucken, wer eigentlich wirklich hier gerade alles ist. Ich kann nur sehen, wie viele ihr da sind, wie lange wir da sind und wie viele Follower wir haben. Das ist geil, das kann ich einsehen, aber den besten nicht. Aber ich finde es schon geil. Dankeschön, dass einfach, wie gesagt, 10 Leute gerade dabei sind und das Ganze mitverfolgen. Ich freue mich einfach über jeden, der dabei ist heute Abend. Wie gesagt, es ist natürlich kein Muss. Keiner muss hier sein. Auch nochmal da ganz wichtig. Aber ich freue mich einfach darauf, wenn ihr da seid und einfach mich unterstützt, wo ihr könnt. So, was fährt da denn schon wieder? Leute, da fährt er schon wieder weiter.
geht das jetzt los? Es wird hier immer mehr an Autos. Fangen die bestimmt wieder an, wie die Bekloppten hier zu hupen. Da kommt die ganze Family hier, steigt aus dem Auto. So ein Familienwagen, steigt hier die ganze Family aus. Die haben richtig Bock. Also wie gesagt, wenn Malta wirklich die einzigen Städte hier oder Dörfer, ihr, sag ich mal, Dorf oder sowas oder ihre Stadt auch halt präsentieren wollen, dann hauen sie alles raus, was sie haben. Ne? Dann machen die ja wirklich groß Ramazamba hier, das ist der Wahnsinn. Und das werdet ihr auch gleich sehen, was ich meine mit Ramazamba. Die haben alle Essen gelernt. Aber gut, ich habe vorher auch noch was gegessen, sodass wir das jetzt nicht machen müssen. Mir geht das zwar ein bisschen auf den Sack hier, dass diese ganze Lichterkette hier in dem Weg ist und die Stromkabel da, ne? Das hier dahinter, also hinter der Lichterkette hier, seht ihr ja die Stromkabel. Das ist normal hier auf Malta. Die sind dann hier super überall angebracht, die Stromkabel. Überall hier, weiß ich nicht, kreuz und quer verteilt. Das ist krank. Aber das ist auch nie was passiert, ne? Das ist noch besser. Da passiert irgendwie nie was. Ja, oder? Das ist der Wahnsinn. Aber wobei mich diese Lichterkette hier vorne echt stört, weil die so hell ist. Und die blockiert so ein bisschen die Sicht. Aber wobei, das Feuerwerk sollte eigentlich bis hier oben gehen. So ungefähr. Das heißt, wir gucken mal, ob wir das wirklich weiter oben halten. Das Handy nachher ein bisschen weiter nach oben halten, sodass ihr dann wirklich nur auf das Feuerwerk Einsicht habt, weil darum geht es sich ja eigentlich. Ne? Was auch mit dem Müll rausstehen, ja, das ist richtig. Wobei ich muss sagen, das klappt. Ne? Also wenn der Müll rausstellt an dem Tag, dann ist es auch der Müll relativ schnell wieder weg. Das funktioniert eigentlich recht gut. So, drin am Stream. Wir sind live auf Twitch. Muss man den Leuten mal hier sagen, ne? Live auf Twitch, Leute. Gucken, wer hier alles vorbeiläuft, den man vielleicht kennt. Ja, entweder das oder der Nachbar oder die Nachbarin oder wer auch immer beschwert sich, wenn ihr den zu früh rausstellt. Das ist so, ja. Also habe ich auch schon erlebt. Oder du bezahlst Strafe dafür, ne? Das gibt's auch. Ja, ey, Mann. Ich darf das nicht so laut sagen. Hier laufen so viele Malteser vorbei. Nachher schreien die mich noch an. Da wollen wir auch nicht. So, mal gucken, wer kommt denn hier alles? Kennt man hier irgendjemanden? Hallo. Immer schön lächeln und winken, Männer, ne? Mein Gott, ey, die machen ja... Was? Scusani? Ist das eine Entschuldigung, oder was? Scusani. So richtig ausgesprochen? Scusani. Achso, Entschuldigung, okay. Madonna. Da hat man schon wieder gehört. Also, hi, sorry, okay. Scusani. Good evening. Hello. Hallo. Na, hier laufen Leute unten. Muss man ja mal nett sein, ne? Ist mein Schatz eigentlich noch da? Bestimmt, oder? Schatz, ich guck mal, je nachdem wie lang das ist, ob ich vielleicht nachher noch anrufe, ja? Ich weiß noch nicht, wie lange das heute geht. Nein, die wird nicht weglaufen. Das glaube ich nicht. Biene, die wird niemals weglaufen. Hallo, jemand? Ich dachte, jemand wäre in meinem Zimmer. Kommt keiner rein, aber niemals. Das weiß ich. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber ich werde auch niemals weglaufen. Niemals nie. Nein, oh nein. Du, das war...
Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Darf ich so stark wackeln? Ich wackel das ganze Handy hier. Du, das werde ich. Definitiv. Ehrlich? Sie hat auch nichts anderes verdient. Nein, nein, sie hat auch nichts anderes verdient. Definitiv nicht. Ich werde sie ganz, also mehr als perfekt behandeln. Das werde ich definitiv tun. Und Biene, du kennst mich ja, Biene, du kennst mich ja nicht erst seit gestern, ne? Ich bin ja ehrlich, du hast ja jetzt auch schon, wie soll ich sagen, einige Sachen und Situationen mitbekommen. Und ich denke, ich war immer... Ich glaube, ich war bis jetzt immer sehr, sehr gut. Schön, dass du da bist, mein Schatz, wirklich. Wobei, ich bin ehrlich, Schatz, du weißt es, ich habe es ja vorhin schon mal kurz so angedeutet und erzählt. Ich hätte dich auch lieber jetzt hier, hier auf dem Balkon und würde das Feuerwerk persönlich mit dir gucken, glaub mal. Das hätte ich auch lieber. Weißt du, wenn du nicht nett zu ihr bist, dann hau ich dich. Nein, also, da kommen definitiv keine Klagen. Ich werde mehr als nur nett zu ihr sein, das glaub mal. Das hat sie einfach nur verdient. Das ist so. Sie hat definitiv nichts anderes verdient. Ey, hier kommen richtig viele Bolt, E-Cap, hier kommen richtig viel. Ich bin immer lieb. Ja, wie heißt es immer so schön, ich war stets bemüht. Nein, das rede ich, kann nicht anders. Zu meiner Partnerin erst recht nicht. Ich glaube, da, zu meiner Partnerin bin ich, glaube ich, noch lieber und noch netter, als ich das eigentlich schon bin, oder? Also ihr könnt natürlich auch... Also ich bin ehrlich, ihr könnt natürlich jederzeit was anderes sagen. Die mich ja jetzt schon was länger kennen, denke ich mal, können auch ein bisschen was mehr sagen. Aber ich sehe mich selten irgendwie im Spiegel oder sowas, sondern ich sehe mich ja, oder ich krieg das ja nur so mit. Ich wäre auch viel lieber in Person bei dir. Ja, das wäre mehr als perfekt. Aber das Schöne ist, wie du ja heute auch schon angesprochen hast, wirklich nur noch eine Woche. Nur noch eine einzige Woche. Und dann bist du eigentlich da. Meine dunkelsten Geheimnisse, gibt's überhaupt welche? Ich glaube, Biene weiß schon wieder mehr als ich. So. When is the time? When is the time that it starts? You wanna see a big and a huge firework? When it starts, come on! Do the firework! Do the firework! Woo! Stimmung! Na, ich wollte gerade sagen, also ich wüsste nicht, dass es welche gibt. Und ich glaube, wenn bin ich ein Mensch, der, wenn es da irgendwas geben würde, würde ich das, glaube ich, erzählen. Bless you! Hab ich gar nicht gehört. Oh Mensch, hier kommen immer mehr und mehr Leute. Es wird richtig voll jetzt hier, Leute. Jetzt wird spannend. Was? So. Naja. Jetzt ist Schatz hellhörig. Jetzt hört sie zu. Jetzt, egal was erzählt wird, jetzt hört sie zu.
So Leute, jetzt kann es doch eigentlich echt nicht mehr so lange dauern. Ne? Leute, ich werde ungeduldig. 21:04 und es passiert immer noch nichts hier. Aber ich merke schon, Schatz, ich glaube, du könntest dich mit Biene sehr gut verstehen. Ich glaube, ihr als Frauen könnt euch, ich glaube, ihr werdet euch mehr als gut verstehen. Ich würde es hoffen, würde mich freuen. Ah, das glaube ich schon. Das glaube ich. Doch, Schatz, das glaube ich. Ich glaube, ihr könnt da sehr gut euch verstehen und verständigen. Ich glaube schon. Da bin ich guter Dinge. Du, Biene, mit... Achso, ich sag du und... also, ne, mein Schatz, also Saskia, ihr werdet euch beide, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Davon gehe ich aus, doch. Also, ich würde es ja eigentlich gerne zeigen wollen, wie ihr euch versteht. Ne, warte. So, wisst ihr? So. Ihr seid dann so, weißt du? So. So geht das dann wieder. Du weißt, was ich meine. Nee, du hast ihn nicht kennengelernt, ne? Nee, stimmt leider. Aber guck mal, das Gute ist ja, wenn sie jetzt hier ist, dann hast du 3 Wochen Zeit aber. Und ich denke mal, wir werden bestimmt auch mal, denke ich mal, gucken, dass wir das ein oder andere... 3 Wochen. 3 Wochen ist sie da. Also eigentlich vom 3. bis zum 23., also 20 Tage. Aber ich finde es immer einfach 3 Wochen. Das ist so... Ja. Ganze 3 Wochen, ja. Das wird einfach mehr als unbeschreiblich. Bei 21:07, Leute, also kannst du mir jetzt erzählen, was du willst hier, ne? Was, dann brauchst du doch mal Urlaub von uns? Nein, das glaube ich nicht, Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Was, ich so anfange mit dem Feuerwerk? Okay, let the firework start! Schatz, du weißt ja, mir ist einfach wichtig, dass du dich hier wie zu Hause fühlen kannst und dich auch einfach, ja, einfach daheim fühlen kannst, dich fallen lassen kannst, das ist mir einfach wichtig. Alter, ich werde gleich so zusammenzucken, wenn das anfängt. Ich muss echt aufpassen, dass ich das Handy gut festhalte, ey. Also man kann ja schon mal wirklich sagen, so einige Leute versammeln sich ja jetzt hier schon mal. Also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass es wirklich so lange dauert. Das habe ich jetzt zwar vor 10 Jahren schon gesagt, aber so lange kann ich es mir jetzt echt nicht mehr vorstellen. Aber ich hoffe echt, dass wir das Feuerwerk perfekt drauf bekommen. Weil es sieht mir alles so ein bisschen aus, als wäre das zu wenig Platz von da drüben bis da. Ich weiß es nicht.
Hört man die Mucke? Ich hoffe, dass es echt, und da bin ich ganz, ganz wichtig, oder ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, nachher auch im VOD. Da habe ich so ein bisschen Panik vor, ey. Was, da steht kein Abschiff? ja. Alleine schon, wenn du nur hier guckst. Der Weiße, der Smarter, also der da, dann der Mercedes und der Wagen dahinter. Da hätte es schon mal auf jeden Fall zu tun, weil die dürften eigentlich alle gar nicht da stehen. Die könntest du alle schon abschleppen. Da hättest du auf jeden Fall schon mal was zu tun. Die machen hier alle Knallerbsen. Das ist schon das Feuerwerk. Das ist gleich schon wieder zu Ende. Nur ein paar Knallerbsen, das war's. Der AJC, ja, der macht das schon. Der kommt mal eben auf die Insel gefahren nochmal, gar kein Problem. Aber könnt ihr mal nicht alle so laut sein hier? Ein bisschen leiser hier bitte, ja? Danke. Mensch. Ich verstehe das wieder nicht hier. Ne? Da komme ich mit denen ein, wo die Flagge drauf war. Ach so, ja. Ja, bring einfach mit, hör mal, gar kein Problem. Vielleicht fängt es doch um 22 Uhr an. Ja, weiß ich nicht, kann sein. Es könnte auch 22 Uhr sein und geht dann bis 0 Uhr. Das könnte tatsächlich auch sein, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir direkt hier jetzt sitzen und in unmittelbarer Nähe davon dem ganzen Geschehen sind, fangen die an zu sprechen. Und vorhin hatten die auch schon mal so eine Art Melodie abgespielt. Let the water show begin. Oder the firework show. Oder firework show, ja. Let them start. So, und ich denke, wenn das kommt oder ertönt, dann werde ich, denke mal, auch werden die dann damit anfangen, mit dem Feuerwerk. Weil vorhin hatten sie das nämlich auf Englisch, nehme ich mal, abgespielt gehabt. Und dann auch auf Maltesisch. Alter, was ist denn mit denen los? Ist sie Hornblower? Wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir letztes Jahr gewartet haben, weiß ich ehrlich nicht. Aber es kann sein, dass wir letztes Jahr auch ziemlich lange gewartet haben, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Achso, Schatz, wann wirst du denn eigentlich ungefähr schlafen gehen? Bei dem, du musst ja morgen wieder früh raus, ne? Ah, dann können wir wahrscheinlich nicht. Ja, sonst müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht morgen Abend telefonieren. Weiß ich auch gar nicht. Aber ich will ja doch nicht, dass du zu spät ins Bett kommst, weil du musst ja morgen auch wieder früh raus. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? 4:45 Uhr der Wecker. Weißt du, wo ich eigentlich gerne drauf gesessen hätte? Da oben drauf. Da oben auf dem Dach. Weil das wäre geil gewesen. Auf dem Dach da oben hätte ich nämlich genau gerade da aufs Feuerwerk gucken können. Und hätte nicht diese blöde Lichterkette hier im Weg. Ehrlich. Das ist so blöd mit dieser Lichterkette.
Ja, weil da, ja. Also, wenn das natürlich jetzt unser Haus wäre, da drüben das, da hätte ich wahrscheinlich kein Problem mit der Verbindung. Ja, dann wäre ich auch im WLAN drin gewesen, aber. Ich freue mich, ich muss am Montag von 6 bis 6 Uhr bis 14.30 Uhr arbeiten. Das ist ja mega entspannt, Alter. Das heißt, du hast morgen frei, oder was? Oh, geil. Ja, ich glaube, wir haben morgen irgendwie, keine Ahnung, um die, ich glaube, 16 Taucher, 18 Taucher, keine Ahnung. Was, du hast Montag frei? Nee. Das ist einfach gut. So, ich habe auch noch niemanden gefunden, der hier. Leon, dankeschön für deinen Lurk. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, da kommt was. Eieiei, jetzt. Oh, jetzt kommt der was. Eieiei, jetzt, Leute. AWK. Hawk. Oh, die Feuerwehr ist da. Ich hoffe, die bleiben jetzt nicht die ganze Zeit hier mit dem Blaulicht stehen, ey. Jetzt geht's ab hier. Schon wieder irgendwann am Fackeln hier, was? Du hast vielleicht Dienstag frei? Okay, das ist auch geil. Wie sollen wir das Blaulicht ausmachen? Ich will jetzt nicht, dass die ganze Zeit das Blaulicht da anbleibt. Aber ich glaube, wir fahren durch, oder? Okay, die fahren durch. Jetzt fangen sie an zu sprechen. Also jetzt sollte es jeden Moment losgehen. Leon, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück. Nee, mach das Blaulicht aus, bitte. Lass es doch einfach aus. Die fahren mal so. So Leute, in der Stunde 20 sind wir schon da. Und in der Stunde 20 ist noch nichts passiert, außer Musik. Wie gesagt, heute, für die neu eingeschaltet haben, das sind Knallerbsen hier. Die haben Knallerbsen. Wie gesagt, für die jetzt gerade neu reingekommen sind und neu eingeschaltet haben, wie gesagt, Malta Festival, St. Paul's Festa. Scheint fast so. Es scheint so, ja. Ich habe mich auch relativ gewundert, dass es sowas gibt, aber. Und wie gesagt, jeden Moment sind wir eigentlich hier und warten darauf, dass es endlich losgeht mit dem Feuerwerk. Und zwar mit dem Feuerwerk, was dort draußen platziert ist, wo die ganzen blinke Lichter seht. Dort gibt es dann, wie gesagt, ich denke mal, wir haben es jetzt gleich, wie spät haben wir es jetzt? 21:20, 22 Uhr, denken wir jetzt mal, sollte es losgehen.
ihr das in Folie und seht. Eine kleine Erbsen. Die schießen sich ja mit kleinen Erbsen. Die werfen sich mit kleinen Erbsen ab. Richtig gefährlich hier. Und wie gesagt, wir warten eigentlich, bis die Feuerwerk jetzt startet. Und ja, mal gucken, was das Feuerwerk dieses Jahr mit sich bringt. Ich bin gespannt. Und möchte halt nur noch mal darauf hinweisen, für die, die wie gesagt neu dabei sind, schaut, dass ihr wirklich euren Ton ein bisschen leiser macht, denn es wird echt verdammt laut werden. Für die, die vielleicht in den Tagen jetzt schon im Stream am PC waren, oder wo ich am PC gesessen habe und das mitbekommen haben, da war ja immer schon mal, hat es ja zwischendurch mal ein bisschen lauter geknallt gehabt und das wird hier definitiv heute noch lauter werden. Also schaut, dass ihr wirklich euren Ton ein bisschen leiser macht. Es ist immer wieder lustig, ne? Nein, ich rufe nicht einmal so, ne? Das rufen wir nicht, das ist nicht so gut. Oh, die fahren ja trotzdem alle durch, ne? Das ist echt der Hammer. Fahren da trotzdem alle einfach durch, ne? Einfach mal weggeschoben, zack, durch da. Dass mein Arm nachher nicht einschläft, ey. Ach ja, ihr Lieben. So langsam können sie echt mal anfangen. Okay, jetzt blinkt da noch ein bisschen was mehr. Fangen sie jetzt an. Okay, da blinkt noch was mehr, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber da blinkt hinten jetzt noch was Blau-Rotes. Die Frage ist, fängt es jetzt so langsam an? Da blinkt jetzt Blau-Rot. Ist das ein gutes Zeichen? Wir wissen es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ihr Lieben. Aber dann kann ich euch schon mal verraten, wird es eigentlich richtig laut werden. Was qualmt da? Da qualmt irgendwas. Okay. Das riecht ja auch ziemlich verbrannt immer. Naja, Biene, ich glaube, sterben wird hier keiner. Hier kommen immer mehr Autos, mehr Autos. Schlipperparty! Ja, wir machen einfach Schlipperparty da raus, aber. Schlipperfeuerwerk hier auf Malta immer. Gar kein Problem. Ja, du, ne? Wochenende ist ja eh nochmal schlimmer. Ja, das ist richtig. Das ist definitiv richtig. Wochenende und dann noch Feuerwerk. Da ist auf der Insel hier Ausnahmezustand vorprogrammiert. Es ist super angenehm jetzt hier draußen, ne? Ehrlich. Ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, aber es ist echt super angenehm. Das wäre jetzt so das perfekte Wetter. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Mega. Mella, mella, mella. Glaube ich. Ne, aber jetzt auch hier draußen. Dadurch, dass ich jetzt hier so in der Nebenstraße sitze. Und dann mit dem Lüftchen, was hier geht, ist das schon echt perfekt. Und wie gesagt, ich bin die ganze Zeit am Ladekabel angeschlossen. WLAN ist auch da. Und das ist halt das Geile. Dadurch, dass wir im Moment über WLAN drin sind, läuft der Stream natürlich auch ohne Probleme. Das ist echt geil. So brauchen wir uns da schon mal keine Sorgen zu machen. Im
Nee, noch geht's gerade. Ich habe das Handy jetzt gerade ein bisschen abgelegt, weil der rechte Arm fängt so ein bisschen an einzuschlafen. Aber Schatz, du tust mir nie. Schatz, du tust mir aber den Gefallen, ne? Wenn du müde bist oder sowas, dann gehst du schlafen. Ne? Weil denk dran, du musst morgen ja noch früher raus, als ich das muss. Jetzt fangen sie wieder an zu hupen, da gehen irgendwie Glasflaschen kaputt. Eieie. Ja, ja. Du weißt, was ja, ja heißt, hallo? Also wirklich. Ja, ich merke schon, Biene fängt direkt an hier. Wie gesagt, nimmt der zusammen halt, ja, ja. Ich weiß, mein Schatz. Ich weiß. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bitteschön. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich will ja nur darauf achten. Nicht, dass du morgen zu kaputt bist oder auch auf Arbeit. Das will ich ja auch nicht. So, wie spät haben wir es jetzt? Fangen sie wieder mit Musik an. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich kann das hier echt schlecht einschätzen, ne? Wann das anfängt. Das ist echt Katastrophe. Und wenn du im Internet guckst, steht da ja auch meistens nie wirklich was, ne? Wann das anfängt. Ja, ja, ich glaube auch 22 Uhr. Oder 23 Uhr glaube ich nicht. Die hätten die ja nur eine Stunde, die machen. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, auf Malta ist ja alles möglich, ne? Sind wir ja mal ehrlich. Seid ihr ja eigentlich Fraktion, hier, wer heißt es, Zitroneneistee oder Pfirsicheistee? Weil ich habe jetzt gerade Pfirsicheistee getrunken, jetzt wieder Zitroneneistee, auf Zitroneneistee umgesprungen. Ja, im Moment muss ich wieder auf Toilette. Aber ich habe eine leere... Nein, lassen wir das. Ja, ja, die habe ich ja jetzt hier. Ich habe eine leere Flasche hier. Aber das will ich nicht, weil gerade wo ich hier sitze, könnte halt jeder zusehen. Die Minisalat. Also Adi, wirklich. Das kann ich halt eben nicht machen. Weißt du, wie viele Leute hier sind? Guck mal, alleine bitte jetzt mal wirklich, wie viele Leute da stehen, ja? Cavanossi, ja, ja. Und die da drüben würden das erst recht sehen. Also das kann ich nicht machen. Nein, 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 das kann ich nicht machen. Und ihr wisst ja, ne? Ihr müsst immer, wenn ein Effekt kommt beim Feuerwerk, immer, oh, hey, ne, müsst ihr machen. Mhm.
Kannst du schon, weiß ja nicht, ob die anderen das wollen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie auch wollen. Also ich bin ja ein anständiger Mensch, hallo? Warum waren jetzt auch immer weg? Weil weh dann gerade. So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Boah, ich hoffe, das passiert jetzt nicht die ganze Zeit, ey. Wir sind doch die ganze Zeit im WLAN drin. Ich weiß nicht, warum wir auch immer so Probleme haben. Jetzt ist Licht angegangen bei der Plattform drüben. Jetzt saugen sie mit Licht schon rum. Also es könnte jetzt jeden Moment losgehen. Seid ihr wieder da, ihr Lieben? Meinst du, das Stream gerade nicht? Wir sind auf jeden Fall live. Leute, seid ihr noch da? Hallo, soll jemand hier? Ich habe ja eigentlich echt gute Verbindung gerade, aber... Also falls ihr was seht, ihr Lieben, schreibt mal gerne in den Chat. Mein Gott, warum ist die Verbindung jetzt so kacke hier? Hallo? Ja, dann schreibt das auch immer in den Chat rein. Ich will wissen, ob der Chat, weil ich sehe den Chat gerade nicht. Warum ich gerade den Chat nicht sehe? Weil ich sehe den Chat nicht, Leute. Nein, ich sehe den Chat nicht. Ja gut, ihr hört mich, das ist super, aber ich sehe den Chat nicht. Okay, ich sehe den Chat halt nicht, Leute. Das ist gerade richtig doof. Vielleicht muss ich es anders machen. Ich sehe. Ne, ich muss was anders machen, ihr Lieben. Weil das ist ja doof, wenn ich den Chat nicht sehe. Ich hoffe, dass mein Tablet voll ist. Mm-hmm.
Ja, ich könnte es zwar neu starten, aber ich kann gerade mal was anderes gucken, ob wir mit dem Tablet einen Chat aufkriegen. Weil dann habe ich einfach einen besseren Chat. Also einen größeren auch. Hat zwar nicht mehr ganz so viel Akku. Aber Moment. Moment, sind gleich da. So, warte mal, wir machen uns mal ein bisschen Licht hier gerade. Okay, da ist auf jeden Fall live. Okay, also live sehe ich mich auf jeden Fall jetzt auch wieder. Wir gehen hier mal in den Chat rein. So, jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir auch wieder einen Chat. So. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich glaube auch. Ja, aber das Lustige ist, auf dem Handy sehe ich den Chat gerade nicht. Auch immer nicht. Aber jetzt, wie gesagt, auf dem Tablet sehe ich ihn. Also hier. Ich hatte jetzt so. So kann ich zumindest den Chat trotzdem ohne Probleme einsehen. Was mich halt auch wundert, dass ich hier draußen, so auch auf dem Balkon eigentlich, relativ schlechte WLAN-Verbindungen habe. Also, keine Ahnung. Ja, ich bin vernünftig, natürlich bin ich vernünftig, klar. Oh. Okay, es wird laut, ihr Lieben. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, dass es laut wird. Und ich glaube, das wird auch jetzt im Moment dann noch lauter werden. Ja, natürlich war ich mal einkaufen, klar. So, ich hoffe, ihr seid dann nicht gleich taub, ihr Lieben. Jetzt ist die Frage, Biene, freue ich noch nicht so früh, zu früh? Es kann jetzt auch mal sein, dass es nur mal kurz einen Knall gab und das war es dann jetzt auch wieder. Dann muss man wieder 20 Minuten warten oder gefühlt. Ich weiß es noch nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, also freut euch bitte noch nicht zu früh. Es kann jetzt auch nur mal kurz ein Knall gewesen sein. Doch, jetzt, da. Boah, ist das laut, Alter. Also ich glaube, da kann keiner mehr schlafen. Auch wenn er wollen würde, da schläft keiner. Deshalb, ich habe euch gesagt, guckt, dass ihr wirklich, wie gesagt, den Sound leise macht. Oder leiser macht. Weil das ist echt laut. So. Und glaub mir, das
war nur eine Rakete. Jetzt wartet mal ab, wenn da noch mehr kommt, dann wird's richtig laut hier. Dann wird's richtig laut. Aber die machen die Lichter nicht aus, das finde ich schade. Die lassen die Lichter alle an. Jetzt spielen sie auch Musik dazu. Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genießt es. Aber die haben zumindest wieder Musik dabei laufen, das ist geil. Das wird richtig geil. Nein, mach ich nicht. Das ist geil, das Feuerwerk. Ehrlich, das ist richtig, richtig geil. Und glaub mir, das wird noch lauter. Das war noch harmlos. Das war echt noch harmlos. Da oben fliegt die Drohne. Seht ihr den grünen Punkt da oben? Ja, da fliegt die Drohne. And thank you wholeheartedly.
What they had and have received have been crucial in making easier things quicker and better than ever. Das Mikro auf jeden Fall. The fireworks display will be split into 6 parts, starting with the fireworks display that will be synchronized with music, which will be put up from the scene with the use of orange and 7 buttons. This will be followed by a ground fireworks display besides the Neapolis Tower. The display was made possible by the production of fireworks of St. Andrew's Band Fireworks Factory 1. And the ground fireworks display was produced by Polysonic Rotary. Schatz, keine Angst, ich höre noch alles. Ich habe das jetzt die Jahre auch mitgemacht. Nein, 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 Schatz, mach dir darum bitte keinen Kopf. So laut ist das jetzt auch nicht. Keine Sorge machen, bitte, Schatz. Nein, 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 alles gut. Da passiert nichts. Da wird bestimmt noch leiser. Mr. Chris Sand, Mr. Ben Borch and Miss Nanetta Soprani, The Ginger Farm, Dr. Linda Manuela and Cody Cafe Bar. Thank you Liebe for dich, mein Schatz. Helping make our release a success. We also want to thank various entities for their help, who are the mayor, Mr. Shasugaya, and who are St. Paul's Gay Local Council, the superintendent of police and Aura Police Station Office, Transport Malta, Ileza, and last but not least, our parish priest, Father Joe Mamo, and all of the Franciscans Convent community. Da geht bestimmt jetzt auch los. Außerdem ist die Musik viel lauter als das Feuerwerk, habe ich das Gefühl. Alter! Sollte es eigentlich losgehen. Hoffe ich. Letzte Fireworks beginnt. Woohoo! Let it start it. Nein, die wird bestimmt nicht nochmal reden. Die hat gesagt, nee, die redet nicht mehr. Hat die gerade gesagt. Komm, jetzt fangt an hier. Also letztes Jahr haben die das nicht so geil gemacht. Oder? Letztes Jahr haben die das nicht so geil gemacht. Da war nämlich letztes Jahr keine Musik mit dabei. Jetzt fang an hier. Das war's. Alle nach Hause. Ladies and gentlemen, Siri. It's time when the dark sky becomes enchanted and the stars fall down glittering. Was ein Moment mit Atlantas vorbei, Siri Magico, und es ist der Yaoi Leppu. When the fire reaches the sea, metanari annaerwar,
and the earth is set free. Bine, auf, it's time for the greatest fireworks show. Jetzt. Was a moment. Da. Jetzt fängt an. Leute, jetzt wird's laut. Fest auf. Magic on the sea. Magic on the sea. Jetzt geht's los. Magic on the sea. Leute, jetzt wird's laut. Sache, jetzt wird's laut. Das war's. Alle nach Hause. Oh. Wo ist denn die Musik dazu? Wo ist denn die Musik dazu? Ey? Okay, jetzt. Oh,
war's. Alle ab nach Hause. Das ging ja schnell immer. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder 50... Also es wird ein neuer Sub-Bomben... Was? Bomben aller Erd? Ja, Leon, können wir rausschneiden, oder? Würde ich sagen. Schneiden wir einfach raus. Schatz, ich glaube dir sehr, dass du gerne bei mir wärst. Ich hätte dich auch lieben gern dabei, ehrlich. Ja, ihr Lieben, ne? Das war's. Das war's, ja. Geil. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, was für ein geiles Feuerwerk. Mega. Nee, also Feuerwerk können wir ja hier echt. Wobei die halt ein bisschen lahmtötig da wieder werden. Mal gucken, wann es weitergeht. Gucken wir mal. Die ersten Alarmanlagen an. Problem ist halt einfach, was man bei den Maltesern nie weiß. Man weiß nie, wann geht das weiter. Ja, ja. Das stimmt, Biene. Das stimmt. Letztes Jahr haben sie sich echt viel Zeit dazwischen gelassen. Ich hoffe, dass das jetzt heute oder dieses Jahr nicht so der Fall ist. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wobei das erste hat ja schon mal richtig Stimmung gemacht hier. Always people, Radio Gaga. Sind live on Twitch. Die sind live im Fernsehen. Sagen sie was. Hallo. Okay, sagen sie nichts. Oh. Ist das wieder laut? Jetzt machen sie zwischendurch wahrscheinlich wieder nur Kleinigkeiten. Wetten. Mensch, Mensch. Jo, Leon, ciao, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Dir eine angenehme Nachtruhe, Mann. Genau, morgen sind wir auf jeden Fall wieder am PC, ne? Morgen sind wir wieder am PC.
durchhören, ist aber durch. Das Lustige ist, wenn ich hier in der Balkontüre bin, ne? Ein Tablet da habe, habe ich zwei Balken im Internet, ne? Oder drei. Sitze ich hier draußen auf dem Balkon, habe ich schon ein Balken. Oder zwei. Das ist so eine Kacke, ja? So, die Frage ist jetzt, wann geht's weiter? Seit wann geht es hier wirklich weiter mit Musik und alles? Das weiß halt keiner wieder. Das weiß halt keiner. Doch die Einheimischen wissen das schon, aber. Es wird immer lauter, ne? Oder täuscht das hier? Nee, ne? Ich habe das Gefühl, es wird immer lauter. Ciao. Ich habe ja schon einen Leon. WLAN-Verstärker habe ich ja schon. So, jetzt macht man hier wieder die Musik an und dann weiter geht's. Mensch, was ist denn hier los? Biene, mach doch mal was, dass das schneller geht hier. Biene, mach doch mal was. Komm, sag mal wieder was hier in Klartext und dann geht er wieder.
So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, das weiß keiner. Also erst hat die Bruder geredet und jetzt auf einmal bei nichts mehr hier, oder? Mensch, Mensch, Mensch. Das ist doch nicht so schwer hier, Leute. Ist überhaupt jemand noch im Chat anwesend? Ist überhaupt noch jemand da? Oder alle schon Tinnitus? Schatz, du bist noch da. Ich hoffe, du hast noch echt noch keinen Tinnitus, ey. Okay, dann geht's. Das ist sehr schön, das freut mich zu hören. Aber ich bin ehrlich, ich hätte dich auch lieber jetzt hier, ey, ehrlich. Das wäre genial! Das wäre einfach mehr als perfekt! Wenn sie echt können, ne, ist das Feuerwerk. Ja. Das Feuerwerk ist bei uns, ja, das glaube ich. Und du bist ja echt, also ihr seid ja ein gutes Stück weit weg, ne? Ihr seid ja echt ein gutes Stück weit weg. Vorhin ist angekommen und jetzt gehen die schon wieder. Die haben gar keinen Bock mehr. Die sagen sich, was für eine Scheiße. Ich weiß auch nicht, was die jetzt machen. Also eigentlich sollte jetzt wieder Musik kommen. Normalerweise. Was mich halt immer dabei stört bei dem Feuerwerk ist halt, da die immer, weiß ich nicht, diese langen Unterbrechungen haben, ne?
Oh, jetzt. Stunden warten. Ach, Mann. Ist so leer geworden, Leute. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wo sind denn alle hin hier? Leute, seid ihr alle schon am Schlafen?
Ich weiß, Schatz, du bist da. Das weiß ich, mein Schatz, das weiß ich. Bin froh, dass du da bist. Und zwar sogar mehr als froh. Nein, ich zuck gar nicht zusammen. Nein. Nee. Ja, gerade wenn die so unerwartet kommen, weißt du, Schatz? Wobei natürlich echt das Interessante ja wirklich daran ist, wenn halt die Musik dabei ist im Hintergrund. Das ist halt so das eigentlich das Highlight. So das Nebenbei ist auch ganz cool. Victor. Puh.
Einfach zu perfekt. Einfach nur zu perfekt. The best position, eh? Die beste Position, würde ich mal sagen. Wusste ich gar nicht. Seine Frau, eine große Tochter und eine kleine Tochter, ne? Ja. Wusste ich gar nicht. Das ist das Coole halt einfach, wenn man ein paar Leute schon auf Malta kennt. Ist schon gar nicht mal so verkehrt. So, was meint ihr, wie lange geht das noch? Bis 11 bestimmt, oder? Bis 12?
gucken mal, wir warten jetzt nochmal ab, ob da noch irgendwas jetzt kommt. Mit Musik. Ob da noch irgendwas kommen wird. Und wie gesagt, wenn da jetzt nochmal was mit Musik kommt, dann machen, hören wir uns das noch an. Und ich glaube, dann machen wir auch erstmal Schluss für heute. Schauen wir jetzt mal, wir machen jetzt auch nicht mehr allzu lang. Ich bin mal gespannt, ob Twitch, ich glaube, da wird einige Sequenzen stumm geschaltet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Twitch da einige Sequenzen stumm schalten wird. Aber mal gucken, wenn da jetzt noch, wie gesagt, was mit Musik kommt, dann hören wir uns das auf jeden Fall noch an. Wir müssen ja morgen auch wieder früh raus. Morgen ist auch wieder Tag. Und dann werden wir morgen Abend ab 18 Uhr wieder streamen. Aber diesmal dann vom Rechner aus. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr wirklich den Sonntag so eskalieren lasst. Bin gespannt. Sieben Uhr klingelt der Wecker. Das heißt, auch noch ein paar Stunden Schlaf. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gucken wir jetzt mal nur, ich will eigentlich noch wissen, ob da jetzt auch irgendwas mit Musik kommt oder nicht. Mehr will ich eigentlich nicht wissen. Thank you.
Tja, dann hab ich gesagt. So, kommt da jetzt immer irgendwas mit Musik oder kommt da jetzt nichts mehr? Also ich denke mal, da wirklich das Highlight, das Ende wird wahrscheinlich erst so gegen 12 Uhr kommen. Das heißt, ich glaube, bis ich schlafen kann, wird es wahrscheinlich erst 12 Uhr sein. Aber naja, wir gucken mal. Das dauert immer so lange, ne? Das ist der Hammer, ja. Was passiert jetzt so, Leute?
Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich weiß nicht, was hier los ist, Adi. Keine Ahnung. Zuko! Nee, der ist ja auch da, hör mal. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube der gar nicht. Hier ist ja mal richtig Stimmung, hör mal. Ich warte eigentlich nur darauf, bis irgendwie nochmal ein Feuerwerk kommt, wo ein bisschen Musik im Hintergrund mit dabei ist. Und ich glaube, da machen wir hier auch erstmal Ende. Calling vom Naserechner. Ja, ja, hör mir auf, ey, du Sack. Ehrlich. Du kleiner Sack, ey. Ja, ich weiß, ist ein bisschen zeitverzögernd. Ich weiß. Jetzt spricht die schon wieder. Ich weiß aber nicht, was die erzählt. Stimmung! 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 Was soll das denn, Bums eher? Ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber die brauchen ja so lange, ne? Bis da mal irgendwas kommt, ey. Das ist immer jedes Jahr dasselbe. Diese Verzögerung da drin, ey. Ehrlich. So, kommt jetzt nochmal irgendwas mit Musik oder? Was ist jetzt hier los? Ich stehe auf meinem Balkon, auf hier, ne? Hier ist mein Reich. Also, warte, da wo du das Blaue siehst, ist mein Rechner. Und ich bin auf dem Balkon, in der neuen Stuff-Wohnung, ne? In der neuen Stuff-Wohnung, ja, ja. Also ich stehe hier, wenn du da lang gehst, da die Straße, dann hast du da den Spa. Also die Hauptstraße. Und hier ist die Nebenstraße. Und da ist direkt das Wasser, wo auch die Plattform steht, ne? So, ich habe aber jetzt nicht verstanden, was die gesagt hat auf Maltesisch. So, hat die jetzt nochmal gesagt, da kommt jetzt nochmal irgendwas oder ich weiß es nicht. Nee, 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 wir sind diesmal nicht an der Basis. Nee, nee. Nee, wir haben diesmal gesagt, nicht an der Basis, weil Jürgen und Marcel mussten irgendwie nochmal. Jetzt. Weil die haben gesagt, die müssen eh nochmal zum Flughafen jemanden abholen.
er jetzt was oder kommt er jetzt nicht mehr? Ist auf jeden Fall wieder die Drohne. Da. Da ist wieder die Drohne da oben. Was sieht denn jetzt hier noch, Leute? Schatz, bist du noch wach? Also ich glaube, du bist noch da, oder? Also, will ich halt echt nicht zu lange warten lassen, ne? Okay, mein Schatz. Warte jetzt eigentlich nur noch darauf, ob jetzt nochmal irgendwas kommt mit Musik. Oder ob es das jetzt war. Oder ob es das jetzt war. So. Da wird noch ein Boot. Ich glaube, die sind gerade noch am Plan. Kann das sein? Ich weiß, dass du nicht wegläufst, mein Schatz. Ich weiß das. Ich weiß das. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Den habe ich heute schon mal gesehen. Kommt sie nicht an? Ja, das denke ich mir halt auch, aber ich verstehe es halt nicht, die Sprache, da hapert es halt so ein bisschen, dass ich halt sagen kann, okay, ich wüsste jetzt, was da kommt oder was passiert. Jetzt ist, glaube ich, die Nachricht durchgekommen. Okay, jetzt.
letzte.
So, ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas kommt, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich gleich wieder anfängt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Ende, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, wir machen den Ende.